Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shadow Empires. Und in dieser Folge fangen wir mal mit den Entscheidungen an. Wir haben hier 5 Stück an der Zahl. Und Military needs extra funds. Due a sudden leak of finance, the military leadership could really benefit from some emergency funds. They required of a sum of 200 credits. Wenn ich mir die Punkte hier ansehe, können wir das eigentlich gar nicht ablehnen. Das machen wir auch nicht. Und demand that the Hex Forest is to be conquered. Ja. Ich würde erstmal sagen, nein. Ich habe nämlich tatsächlich jetzt nicht gesehen, wo die waren. Okay, Model Design Conceal Overview. Bevor wir das machen, gehen wir noch einmal kurz ins Management rein. Und gucken uns mal das neue Modell an. Und das ist die B, mechanisierte Artillerie. Und die hat tatsächlich die doppelte Kampfkraft von der normalen Artillerie. Mit einer 50mm Stahlpanzerung und einer Heavy Diesel Engine. Sehr geil. Davon würde ich tatsächlich gerne ein Trüppchen bauen. Sehr cool. Und ich würde sagen, ich würde jetzt gerne mal ein Medium Tank bauen. Start Development. So. Da bauen wir ein. Auf jeden Fall eine unserer High Velocity Guns. Aber jetzt ist die Frage, was haben wir denn in unserem kleinen Panzer drinne? Da haben wir eine 60er und eine 50er Stahlpanzerung. Da müssen wir da jetzt schon 105 mm reinmachen. Also Medium Tank. Dann eine High Velocity Gun 105 mm. Dann eine 100 mm Stahlpanzerung. Und eine Double Diesel Engine. Sehr schön. Computing Note discovered in Torona. Scrap the computing note. Oder harness the computing power of notes. Autokratie würde ich tatsächlich ungern weiter pushen. Die sind gerade schön weit runter auf 32. Aber dann pushe ich mir hier den Kram, ne? Das ist schon krass, weil dann sind die auf 43 hoch. Ich denke, wir machen das. Und New Commander for 1st MG Infantry Brigade. Warum? Warum brauche ich einen neuen Commander für die 1. Infanteriebrigade? Oh. Ist einer the 1st Headquarter. Ja, dann gehen wir doch mal in die Strategiekarten und dann holen wir uns mal a personal visit by your welcome leader. Assign a veteran diplomat to a leader. Nein, das brauche ich nicht. Wir hatten mal die Möglichkeit, uns einen jungen Typen zu holen. Headquarter. I recruit a young junior leader. Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht noch einen besseren haben. Nicht wirklich. Dann machen wir das mal. Dann holen wir uns den hier. Okay, sehr schön. Dann können wir ihn in der nächsten Runde zuweisen. Und in der Runde können wir dann erstmal weitergehen mit denen hier, beziehungsweise die können gar nicht weiter. Dann können wir aber mit denen hier weitergehen.
So. Hier oben hatten wir auch bereits gezogen. Das passt soweit. Die Entscheidung haben wir auch getroffen. Das haben wir auch gemacht. Das ist auch fertig. Hier liegen wir eigentlich auch ganz gut. Der kann sich nicht mehr bewegen. Der auch nicht. Punkte haben wir auch nicht mehr. Wir können mal gucken, ob wir hier tatsächlich jetzt die Straßen weiterbauen können. 640, das gleiche Problem. Das wären 120. Das ist natürlich schon interessant, die hier hochzulegen. Dann hätten wir hier natürlich eine wesentlich bessere Versorgung. Aber in Anbetracht der aktuellen Bauprojekte, die wir vorhaben, lassen wir das mal. Okay, ich würde sagen, wir haben eigentlich jetzt alles gemacht. Was wir nochmal machen können, ist einmal in dieser Folge, also einmal pro Woche, in unsere Reports zu gucken. Ich würde sagen, das machen wir jetzt nochmal fix. Und im Empire-Dashboard sieht es soweit ganz gut aus. Pop-Support, Worker-Support, Soldier-Support, nur noch auf 74 runter. Ah, okay, die brauchen also mehr Kohle von mir. Bürokratiepunkte, seht ihr rechts, haben wir 222 aktuell. Das sieht auch gut aus. Incoming Tax 30%. Da gucken wir gleich mal drauf. Urgent Issues General. Ja, einmal Low Moral und Bad Supply. Dies ist leider so. Kabinett Overview. Ah, wir könnten hier mal beim Supreme Command Council anrufen. Relationship. Oh, ich denke, das sieht ganz gut aus. Es ist er hier, ne? Wir rufen ihn mal an. Call. Lasst uns doch mal über Priorities reden. Political Power Priority Change. Ich denke, sollten wir mal zwei höher machen. Confirm. Ansonsten kann ich bei ihm leider nichts machen. Okay, sehr schade. Faction Overview. The faction occupy the following percent of seats in your parliamentary. Das sind einmal 52% Super Circle, Warrior Knights 13 und Trader Society haben 0. Alle liegen irgendwo um die 50 Glücklichkeit. Und Vote 52%, Member 7, Member 3. Da ist nur einer anhängig. Ja, ich denke, das sieht noch ganz gut aus. Commerce, Demokratie. Was haben die hier? Mind. Meriokratie könnte ich auch noch mitleben. Okay, sieht soweit ganz gut aus. Demand Overview ist nicht so interessant. Features und Bonus Overview. Okay. Ist jetzt nicht so spannend. Technologie-Overview auch nicht. Formation, da wollte ich gleich nochmal reinschauen. Das können wir gleich nochmal machen. Ich wollte mal gucken, ob wir schon eine Panzerdivision oder eine kleine Panzerbrigade bauen können. Trash Cashflow, das interessiert mich tatsächlich mal. Wir sind jetzt bei 865 Revenue. Und 336 Credits of Expense. Das sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Aber auch nicht so gut. Da müssen wir vielleicht nochmal weiter dran arbeiten. Profile Overview. Okay, das haben wir ja gerade gesehen. Das hat sich ein bisschen verändert. Die Weber Corporation. Ich weiß gar nicht, ob wir mit ihr reden können. Okay, wir können da draufklicken, aber mehr passiert nicht. Dann gehen wir mal auf Kultur und Sekten. Church of Syndicates Followers give your regime 425 Public Industry Bonus Points. Wow. Wegen einer Heavy Industry. Das ist ja echt heavy. Sehr cool. Also die sollten wir auf jeden Fall nicht verärgern.
Victory Overview sind wir zumindest nur noch auf dem fünften Platz. Populace 5,3, Planet 2,6%. Alter Leute, ey. Und ich sag's euch, wir haben hier den einfachsten Schwierigkeitsgrad gewählt, ne? Wir haben mit 2,6% liegen wir ganz hinten vom Victory Overview. Und wir sind hier, wie gesagt, am einfachsten Schwierigkeitsgrad, ne? Genau deswegen möchte ich Panzer bauen. Also, einmal dahin. Und dann bitte einmal Race Formation. Und dann wollen wir bitte... eine einzelne bauen. Und wir wollen nämlich... ein Bataillon, ein Regiment oder gleich eine ganze Panzerdivision mit 600 leichten Panzern. Huiuiuiuiuiui. Das heißt, da bräuchten wir... dann bauen wir nur 5% für 4000. Boah. Alter, das ist ja heftig. Also da bräuchten wir 4000 Punkte für. Das ist nicht so das Problem. Das kriegen wir schnell zusammen. Das auch nicht. Das haben wir schon. Aber das hier ist ein Problem. Boah, Heidewitzka. Also wir müssen da definitiv besser werden. Da müssen wir auch auf die nächste Stufe updaten. Denn das ist definitiv zu wenig, was wir da produzieren. Denn wir müssen hier auf jeden Fall in Richtung Panzer gehen. Wir könnten jetzt ein kleines Regiment bauen. Nee, nee, das lassen wir bleiben. Puh. Das ist schon... harter Tobak, muss ich sagen. Also, dass wir da so weit hinterherhinken, ist es eigentlich kein Wunder, wenn die anderen jetzt en masse Panzer produzieren. Aber wie gesagt, das ist für uns alle, denke ich mal, auch das erste Mal, dass wir dieses Spiel spielen. Und deswegen habe ich tatsächlich extra den leichten Schwierigkeitsgrad gewählt. Denn ich kannte das Spiel vorher tatsächlich auch überhaupt nicht. Und für mich persönlich ist es mit diesen mega Spielmechaniken und der unglaublich guten typischen Slytherin-KI schon eine echte Herausforderung und genau deswegen gehen wir jetzt in die nächste Runde. Und ich hoffe, dieses Mal vergesse ich nicht, das Mikrofon wieder anzumachen. Ich muss mich echt nochmal dafür bei euch entschuldigen. Ich habe tatsächlich in der Folge einen Schluck getrunken. Und ja, es kommt, wie es kommen muss. Ich habe tatsächlich sogar zwei Fehler gemacht, denn ich habe was getrunken, habe das Mikrofon nicht angemacht, habe es gemerkt, habe den ganzen Kram nochmal aufgenommen und habe dann vergessen, den Mist rauszuschneiden. Das ist also in der Folge ist wirklich echt, muss man ehrlich so sagen, ist echt alles schief gelaufen, was schief laufen kann. Also das ist wirklich phänomenal, ganz ehrlich. Übrigens, wenn ihr solche Spiele mögt, in so einer 2D-Grafik und auch eine gute KI haben wollt, dann guckt euch doch ebenfalls von Slytherin übrigens gerne mal Strategic Command World War 1 or 2 an. Den 2 gibt es persönlich in zwei Versionen. Ich bin ganz ehrlich von euch, die Version mit der Weltkarte mag ich nicht so gerne. Ich bin tatsächlich bei den Strategic Command rein ein Fan von den beiden Karten im Europa-Modus. Die finde ich wirklich hervorragend gut gelungen. Und auch dort eine wirklich, wirklich, wirklich hervorragende KI, muss man so sagen. Also wenn ihr so ein Kriegsspiel mögt, mit einem realistischeren Hintergrund, ohne diesen Aufbaucharakter, auch ein bisschen mit Versorgung, guckt euch gerne mal Strategic Command an. Richtig cooles Spiel. Habe ich ein ganz, ganz kurzes Let's Play zugemacht auf meinem Kanal. Gerne mal reinschauen. Okay, the effect of the least powerful faction wird kommen jetzt in 7 Runden. Es sei so. We discovered a new model, Bazooka. Okay, das bringt mir nicht so viel, solange es nicht erforscht wurde. We discovered a new tech. Education method. Oh. We feel that there
is teaching and teaching by experimenting on small classes we'd be able to isolate teaching techniques that works better than others. This way we could improve the functioning of our universities. Ja, dazu müssen wir erstmal eine Universität bauen. Das sagen wir aber nicht so laut. Hinterher hört der Typ das noch, unser Sekretär. So, also, wir haben natürlich schon ausreichend davon gebaut. Und wir sehen jetzt hier echt ein Problem mit Nahrung. Aber wir bauen das Ding Gott sei Dank schon aus. Was ich mir hier gut vorstellen kann, ist ein Verlust von Nahrung, der hier beim Transport entsteht. Ich will mal gucken, wie das jetzt grundsätzlich aussieht. 2,9 Runden bleiben übrig. Hier ist es tatsächlich eine Runde, dann ist der fertig. Das ist sehr gut. Und hier bleibt es noch ein bisschen mehr. Das ist auch nicht schlecht. Und wenn der fertig ist, würde ich sagen, dann gucken wir mal, dass wir in Richtung Universität gehen und unsere Forschung ein wenig optimieren. Okay, sehr schön. Einmal hier bitte jetzt hoffentlich eine Straße. Zack. Sehr schön. Dann ist Warm Steam jetzt auch angeschlossen. Und dann im Move Mode gehst du bitte weiter nach oben. Sehr schön. Und ihr ebenfalls. Na, bitteschön, sehr gut. Jetzt drängen wir ihn hier in die Enge. Er hat keine Versorgung mehr. Und wir sehen auch nur die 5. Wir wissen aber, da steckt mehr hinter. Und da werden wir ihn jetzt mal schön aushungern lassen. Und ich weiß nicht, ich vermute, hier kommt nichts rüber. Und dann sollte sich das hier oben relativ schnell erledigt haben. Und dann können wir die ganzen Truppen hier übrigens abziehen, weil hier nichts passiert. Und hier weitermachen. Das ist natürlich schon extrem cool. Wenn man sich übrigens mal überlegt, der Planet ist ja nur relativ groß, ja. Und wenn die anderen Reiche doppelt so groß sind wie wir, dann bedeutet das, dass die diesen ganzen Bereich schon haben und so, also quasi bis hier unten sich schon ausgebreitet haben. Das ist schon hart. Muss man schon ganz ehrlich sagen. Okay, gut. Dann gehen wir mal in die Richtung und in die Richtung. Und nein, ihr seid nicht asynchron. Das habe ich tatsächlich ein bisschen zu spät gesagt. Und auch hier unten werden wir uns mal weiter ausbreiten. Die Truppen gehen weiter nach hier. Der will nicht. Okay, kein Problem. Ich würde tatsächlich sagen, mit den Truppen gehen wir da unten hin. Dass wir mit der Hauptarmee im Kriegsgebiet bleiben und mit der anderen Armee bleiben wir hier und versuchen hier dann mal diesen Schulterschluss hinzukriegen. Ich denke, da werden wir auch noch auf ein paar Feinde treffen, aber das ist eigentlich ein ganz probates Mittel. So, dann schauen wir einmal in die aktuellen Punkte hier rein. Und jetzt sind wir, ach ja, sehr schön, jetzt sind wir hier bei 200 Punkten, 480 teilweise. Ah ja, sehr gut. Ah, sehr schön, das ist gut. Dann haben wir hier auf jeden Fall genug Punkte hier runter auch jetzt an Versorgung, die leisten. Dann gehen wir mal auf Bottlenecks. 100%, 100%, 90%, 73%. Hier gibt es ein kleines, aber das wird dann hierüber versorgt. Hier ist tatsächlich ein Bottleneck. Hier kommt 100 an, hier kommt 100 an. Okay, passt. Also summa summarum, gut, passt, wunderbar, sehr schön. Das heißt, Versorgung brauchen wir uns auch keine Sorgen machen, sieht jetzt auch gut aus hier unten. Jetzt fällt mir tatsächlich ein Stein von Herzen, denn eine, wie wir ja schon gesehen haben in diesem Spiel, eine schlechte Versorgung ist wirklich eine Katastrophe. Und wenn unsere beiden Hauptarmeen schlecht versorgt werden und wir die verlieren, dann ist das Spiel eigentlich für uns gelaufen, dann können wir eigentlich aufhören. Das muss man einfach so mal ehrlich so sagen. Gerade für mich als Noob in diesem Spiel. Okay. Dann werden wir mal nochmal zu den Decisions gucken. Und hier würde ich es tatsächlich
auch so belassen. Und demand that Hexplains Gracie is to be conquered. Ja, wir akzeptieren das jetzt mal. Applied Scientist Conceal, wir bleiben dabei. Wir schieben hier nichts hin und her. Okay, neuer Commander für die 1. Infanteriebrigade. Vena Oxidorn. Ich denke, das können wir schon machen. Und dann passt das soweit. Sehr schön. Die Bauten hier sind am Arbeiten. Und hier oben haben wir uns weiter verbreitet. Was ich jetzt mal versuchen möchte, ist gerne mal hier mit Bruderstein. Und mit Weilbach ist das. Und Bruderstein. Wir können mal einfach auf eine Strategiekarte gehen. Wir können mit dem nicht reden. Was können wir denn mit dem machen? Offer yourself as a prospector. You will defeat them when attacked. Könnten wir versuchen. End of War bringt nichts. Wir haben keinen Krieg. Das war's schon. Nein, da machen wir nichts. Da machen wir nichts. Und ich würde auch tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das in dieser Runde überprüft hatte. Ich glaube nicht. Oder doch, ich glaube, in dieser Runde war es. Ja, genau. Dann sind wir jetzt eigentlich soweit fertig und können in die nächste Runde gehen. Ich bin übrigens auch schon lange am Überlegen, die greifen uns an. Das war ich jetzt noch nicht am Überlegen, aber die greifen uns an. Jetzt, we killed 200 infantry. Das könnte natürlich, map hexes count with recon of them or at 1036 hexes. And this is higher than equal we promised to the superior circle. Okay. We discovered a new OOB, a light armor tank. Okay, wie gesagt, Discovery ist nur Discovery, das ist ganz wichtig. Und, Artillerie plus 50, plus 40% Defense, aber mechanisierte, minus 30% on Defense, aber 30% Attack. Das ist ja cool. Oh, Low Leader Relations. Your relation with Director Simba has dropped to 57 points. You want, might want to increase his salary. You can do this by calling your secretary and go to salary decisions. Director Simba, das sollte man tatsächlich mal machen. Dann gehen wir mal zum Secretary. Und gehen mal auf Salary. Und das war, wenn ich jetzt noch, wir erhöhen, ich würde tatsächlich einfach mal das Salary von allen
erhöhen. Dann sind wir auf der sicheren Seite und keiner ist irgendwie sauer auf uns. Demanded our civilization level reaches 6. Boah. Sollten wir schaffen. Model Decision 50-50 auf Discovery und Decision finde ich okay. Finde ich gut. Sollten wir tatsächlich so beibehalten. Okay. Und dann scrollen wir noch einmal nach hier. Und wie es hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Also auch gern da wieder einschalten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.